völlig grenzenlos. Alle grenzenlos. Leinenlos. Los geht's. Auf die Reise. Wenn ich grenzenlos bin, dann bin ich dann noch ich. Völlige Grenzenlosigkeit, weil ich bin ja quasi nur ich, weil ich abgegrenzt bin vom Rest, von allen anderen und von dem, was mich umgibt. Wenn ich also keine Grenzen mehr habe, oder wenn es keine Grenzen mehr gibt, wenn ich in einem Zustand der Grenzenlosigkeit bin, bin ich dann noch ich? Oder bin ich dann alles? Oder ist alles ich? Oder bin ich einfach weg? Was ist das für ein Zustand? Vielleicht ist es auch der Zustand, den man das ganze Leben sucht und erst am Ende findet, wenn man stirbt. Völlige Grenzenlosigkeit. Und vielleicht ist ja auch mein Denken geprägt eigentlich von Grenzen, weil ich bin begrenzt durch die Sprache, die ich beherrsche, also durch die Wörter, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn es da auch keine Grenzen mehr gibt, also wenn ich alle Wörter zur Verfügung habe, wenn ich alle Sprachen kann, wo gehen dann meine Gedanken hin? Haben die dann überhaupt noch einen Pfad oder einen, finden die noch einen Weg oder sind die alle gleichzeitig oder alle verschwunden, weil da keine Leitlinie mehr ist, weil ich nicht nach Worten suchen muss, weil ich nicht eine Struktur aufbauen muss durch die grammatischen Begrenzungen, die Sprache mir gibt, oder wenn ich nicht mehr atmen muss, weil mein Atem unbegrenzt ist. Hm.